Heute geht es um das Thema Haustiere, Haustiere in Portugal und das bezüglich euren Haustieren, aber auch das, was ihr hier vorfinden werdet. Unter anderem auch, wie läuft's ab mit Notrufen für Haustiere? Wie werden die Haustiere behandelt? Mit was kann ich rechnen? Mit was kann ich nicht rechnen? Unter anderem auch einige Themen, die nicht so angenehm sind. Ja, bitte bleibt am Ball, seht euch das Video bis zum Schluss an. Es sind absolut interessante Sachen dabei, die für euch wichtig sind. Und hallo, hier ist wieder euer Toni aus Portugal. Ich grüße euch, seid gegrüßt. Ich bin immer wieder froh, dass ihr dabei seid und dass ihr am Ball bleibt. Ja, wie bereits angekündigt, heute geht es um Haustiere und um Tiere im Allgemeinen, also beziehungsweise das Leben in Portugal bezüglich Haustieren und Tieren. Ja, okay, ist ein interessantes Thema für Leute, die sich damit beschäftigen, nach Portugal auszuwandern, aber auch für Leute, die in Urlaub kommen wollen mit Haustieren, ja, und generell mal wissen wollen, was geht in Portugal ab in Bezug auf Haustiere. Da sind vielleicht ein paar Sachen, die ihr sehen werdet, beziehungsweise mitbekommen werdet, die ich anführen werde, ja, die nicht ganz so angenehm sind, aber ihr wisst, ich liebe mein Land, aber ich zeige gerne die positiven, aber auch die negativen Aspekte. Das heißt also, so ehrlich wie möglich, was ihr in diesem Land vorfinden könnt und vorfinden werdet. Ja, okay? So, wir fangen gleich an, aber vorher sei hier noch etwas gesagt. Als ich dieses vergangene Wochenende in diesem Schloss war, ihr seht dazu vielleicht mein Kurzvideo, das ich auch auf YouTube publiziert habe, ist etwas passiert. Ich war mit amerikanischen Kunden dort 3 Tage, ja, die haben im Hotel geschlafen, ich habe im Schloss geschlafen und es ist mir etwas passiert. Und das kann man sehen, das müsstet ihr eigentlich in diesem Video sehen, ja. Und mich würde mal interessieren, ob ihr rausfindet, was mir passiert ist. War wirklich nicht sehr angenehm. Und ich hoffe, dass ihr es auch nur in diesem Video sehen werdet. Aber spaßhalber, setzt es mir mal in die Kommentare rein. Zweite Sache. Am Freitag, den 1. März, kann sein, dass es morgen ist, kann auch sein, dass es gestern war, je nachdem, wann das Ganze auf YouTube publiziert wird, ist mein Geburtstag. Jawohl, ich werde 63 Jahre alt. Sieht man es mir an? Natürlich, jetzt sogar noch mehr. Aber ich freue mich über Geburtstagsgeschenke. Ich liebe das. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr findet, dass das, was ich tue, gut ist, wenn ihr meint, ich soll so weitermachen und bezüglich sogar besser werden, dass meine Bildqualität, die Tonqualität besser wird, das heißt, dass ich investieren soll, ja, dann bitte, ihr habt da unten so ein Dollarzeichen mit einem Dankeschön oder Thanks auf Englisch oder was auch immer, ja. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir ein Geburtstagsgeschenk macht. Ja, ich liebe Geburtstagsgeschenke und glaubt mir, ich werde sie gut einsetzen. Das heißt also, ich werde in sehr absehbarer Zeit eine Kamera kaufen, auch neue Mikrofone, damit das, was ich euch bringe, immer besser wird. Ja, so, und jetzt fangen wir gleich an. Haustiere in Portugal. Als ich vor 25 Jahren in mein Heimatland zurückgekommen bin, habe ich eine Situation vorgefunden in puncto Haustieren und Tieren im Allgemeinen, die nicht sehr angenehm war. Zu dieser Zeit hat man die Haustiere nicht sehr respektiert. Ich muss sagen, das ist jetzt in den letzten Jahren immer und immer besser geworden. Dank der Medien, dank der Erziehung in der Schule, in den Kindergärten, ja, dank der Tierschutzvereinigung, gibt es mittlerweile sehr viele. Also dank all dieser Organe sind Gott sei Dank die Verhältnisse viel besser geworden. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Situationen, die sehr unangenehm sind, die man sieht und für empfindliche Nerven nicht unbedingt geeignet sind. Es ist klar, dass in Großstädten, also in Städten wie Lissabon, Porto, Faro, Coimbra, diese Situationen eigentlich eher seltener sind. Ja, warum? Weil die Leute, die in der Stadt wohnen und sich ein Haustier holen, ob sie es jetzt kaufen oder ob sie es jetzt einfach erziehen oder von einem Tierschutzverein holen, ja, normalerweise ihre Gefährten respektieren, ja, und sie auch pflegen. Das Problem fängt mehr eigentlich in ländlichen Teilen Portugals an. Und da ist es tatsächlich so, dass wenn man hier so in den Dörfern, in der Pampas unterwegs ist, tatsächlich Situationen vorfindet, die nicht sehr schön sind. Zum Beispiel Hunde, die in irgendwelchen Käfigen stecken, ja, und zum Teil eigentlich auch
man kann fast sagen, ausgehungert sind. Es ist schmutzig, kein Mensch kümmert sich um das Tier, kein Mensch kümmert sich um die Sauberkeit, in dem das Tier lebt. Zum Teil sind sie der Sonne ausgesetzt oder da sind so, da ist irgend so ein Häuschen aus Beton, ja, diese Häuschen, die man da kaufen kann, überall am Straßenrand, bei den Verkäufern, aus Beton, die brutal heiß werden und da soll ich das Tier dann hinlegen. Also noch nicht mal für Schatten wird gesorgt, ja, das Tier, die Tiere sind schmutzig, die Tiere sind runtergekommen und es sind wirklich arme, arme, armselige Tiere. Eine andere Situation sind zum Beispiel auch in Dörfern die Katzen. Also die Katzen, die werden sich also, bewegen sich frei und die haben auch keine Pflege. Sie werden nicht sterilisiert. Das heißt also, sie multiplizieren sich dementsprechend und dementsprechend multiplizieren sich auch die Krankheiten. Ihr wisst ja, diese typischen Katzenkrankheiten, da gibt es ja diverse, auch so eine Art AIDS. Ja, und so geht das halt einfach weiter. Tatsächlich ist es so, dass, wie gesagt, in den letzten Jahren hat sich das wesentlich verbessert. Es ist so, dass Gesetze rausgekommen sind. Das erste war 1995, wo man halt ein Gesetz zum Tierschutz herausgebracht hat. Und 2014, ja, ist dieses Gesetz tatsächlich umgewandelt worden und mit Strafgeldern quasi auch noch dazu befestigt worden und sogar Gefängnisstrafen. Das heißt also, heutzutage in Portugal, genauer gesagt seit 2014, kann man tatsächlich, wenn man ein Tier misshandelt, sogar ins Gefängnis kommen. Ja, die portugiesische Regierung neigt sogar dazu, die Leute aufzurufen, dass sie das alles wirklich auch sagen sollen. Das heißt, wenn sie ein Tier sehen, was misshandelt wird oder misshandelt wurde, dass man der örtlichen Polizeistation das melden soll, ja, und tatsächlich etwas in diese Richtung hin tun soll. Es gibt auch unwahrscheinlich viele Tiervereine, ja. Leider Gottes ist es halt so, dass sie alle überfüllt sind, ja, mit herrenlosen Hunden, herrenlosen Katzen und es ist so voll, dass die meisten gar keine neuen Hunde mehr aufnehmen können. Jetzt werden sich die meisten fragen, okay, na natürlich, ich meine, das ist nicht nur in Portugal so, ich weiß es, na, okay, aber die Situation ist halt in Portugal auch unter anderem so krass und da komme ich auf etwas zurück, auf was ich persönlich nicht stehe, aber gut, okay, es ist ein Sport wie jeder andere, es ist genauso wie der Stierkampf, ist die Jagd. Ja, also wir haben ja hier eine Jagdsaison, die fast das ganze Jahr über geht. Nur das Drastische, also wirklich der Punkt, wo es kritisch wird, ist ehrlich gesagt irgendwo zwischen Juli und Dezember. Weil dazu können zum Beispiel die Hasen, also die Hasenjagd, also die Wildhasenjagd geht dann ab August, glaube ich, los bis Dezember. Aber im Juli geht was anderes los und Wildschweine und so, das ist das ganze Jahr über. Aber die Wildschweinjagd ist nicht so das Radikale. Das Radikale geht es darum, wenn es wirklich mit den Hasen losgeht, weil die portugiesischen Jäger nicht auf Qualität, sondern auf Quantität stehen. Und was bedeutet das im Klartext? Anstatt dass sie einen vernünftigen Jagdhund haben oder zwei, diese gut ernähren, diese pflegen, diese lieben, nein, die wollen dann ganz gleich eine ganze Horde. Das heißt also, jeder, der sich Jäger nennt, will dann gleich 10, 15 Hunde haben. Und dann siehst du dann während der Jagdzeit tatsächlich Schwärme von Hunden, ja, meistens kleinere Rassen sogar, die in der Pampas unterwegs sind, ja, und den Hasen nachrennen. Und logischerweise werden diese Hunde nicht besonders gepflegt, ja. Letztendlich sind sie ja nur für die Jagd da, ja. Und viele von ihnen rennen weg, verirren sich und während dieser Jagdzeit ist es so, dass man tatsächlich diese Hunde auf der Straße sich multiplizieren. Ja, also ich selbst habe einen Hund, das blende ich jetzt gerade das Foto ein, sie ist jetzt vor einem halben Jahr gestorben, die habe ich also total auf der Straße, also nicht die braune, sondern die schwarze in diesem Fall, ja, das ist die Kelly. Die Kelly habe ich vor 2 Jahren auf der Straße gefunden. Während der Jagdzeit war komplett verhungert, war sie und noch eine andere Hündin. Die andere Hündin hat jetzt ein englisches Ehepaar. Und Kelly ist jetzt, wie gesagt, gestorben, altersgestorben. Wir haben ihr noch 2 Jahre lang glückliches Leben gelebt, geschenkt. Aber Tatsache ist es so, dass diese Situation permanent auftauchen. Die andere Situation ist halt, wie gesagt, wenn ihr in Dörfern unterwegs seid
und diese Tieren an Ketten sieht. Ja, okay. Es wird Gott sei Dank immer weniger. Es wird immer mehr angezeigt. Die Polizei macht immer mehr was dagegen. Auch die Polizei wird mittlerweile sensibilisiert dazu. Ja. Und ich hoffe, dass es in den nächsten 5 Jahren dann komplett besser wird. Also es ist tatsächlich so, dass die Kinder und die Jugendlichen und die jüngeren Generationen tatsächlich schon das Bewusstsein haben, dass die Hunde, also dass die Haustiere unsere Freunde sind und nicht nur Arbeitswerkzeuge. Weil darum geht es letztendlich. Es ist tatsächlich eine Mentalität so. Ich kann das den Portugiesen letztendlich noch nicht mal so übel nehmen, weil sie, diese älteren Generationen sind da damit aufgewachsen, dass ein Hund dazu da ist, das Haus zu bewahren. Das heißt also, der wird dann vorm Haus angekettet, einer, zwei oder drei oder in diesem Dings da. Und die Katze war da dafür, Mäuse zu jagen und Schlangen zu jagen. Ja, okay, die es mittlerweile nicht mehr gibt, aber dafür waren sie da. Sonst nichts. Man musste sie nicht verpflegen, weil sie verpflegen sich von selbst. So ungefähr war die Situation. Ja, und ab und zu konnte man auch so mal einen mit dem Stock draufschlagen. Also das ist Gott sei Dank viel, viel besser geworden. So. Eine andere Situation in Portugal, auch unangenehm, reden sehr viele Leute davon. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich stört das nicht, aber sehr viele Leute, die aus dem Land und aus dem Ausland kommen und hier ein Haus kaufen, reden davon. Wenn man also, wie gesagt, im Landesinneren ist, in der Pampas, hört man permanent Hunde bellen. Ich habe sehr viele Kunden, die sagen, wenn sie in ein Haus kommen, oh komisch, hier hört man keinen Hund bellen. Ne? Das kommt tatsächlich ständig vor. Das ist wirklich so. Ich weiß auch nicht, wieso ist. Also meine Hunde haben auch noch nie gebellt. Und ich meine nicht, weil ich sie in irgendeiner Art und Weise unterdrücke. Die können ruhig bellen, wenn sie wollen. Aber sie bellen nicht. Also ich habe schon mehrere Hunde gehabt. Und meine Hunde, wahrscheinlich aufgrund der Erziehung und der Liebe, die wir ihnen geben, brauchen sie das Bellen nicht. Nur wenn sie wirklich mal jemand an der Tür klingelt oder jemand an der Tür erstellt, dann bellen sie es. Dann machen sie halt ihre Arbeit. Sie bellen halt, ne, und machen uns darauf aufmerksam, da steht jemand. Aber ansonsten bellen die nicht Tag und Nacht. Ist vielleicht deswegen bedingt, weil die Hunde gerade, was weiß denn ich, in diesen Käfigen drin sind oder an der Kette oder was, dass die tags und nachts heulen müssen. Ist es wegen Mond? Keine Ahnung. Aber tatsächlich ist es so, dass in manchen Gebieten, speziell im Innen, man sehr oft dieses Hundegebell hört. Ja, okay, ist vielleicht eine Situation, wenn euch das unangenehm ist, auf die ihr achten solltet. Mich persönlich stört es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich muss auch, in meinem Dorf habe ich diese Art von Problematiken auch nicht. Also es ist nicht überall so. Es ist halt manchmal, ja. Deswegen müsst ihr ein bisschen drauf achten. So. In puncto Tierarzt und Notfällen und so weiter. Also Portugal ist mittlerweile, dadurch, dass dieses Tiergeschäft ein Riesengeschäft geworden ist, ja. Und das ist ja auch gut so, weil das ist letztendlich das, was auch dazu gebracht hat, dass die Leute die Tiere respektieren. Also aus diesem Tiergeschäft ist ein Riesengeschäft gegeben. Und normalerweise habt ihr in jeder Stadt, kleinen, mittleren, großen Stadt, sehr viele Tierärzte und zum Teil auch Kliniken, die 24-Stunden-Service haben. Ja, ist klar, dass im Inland, ne, also weiterhin, wenn ihr da mitten in der Pampa seid, wird das Ganze vielleicht etwas schwieriger. Da müsst ihr schon vielleicht ein paar Kilometer fahren, bis ihr einen Tierarzt findet. Und vielleicht noch schlimmer, wenn ihr einen Notfall habt, dass ihr vielleicht sogar noch mehr fahren müsst. Aber tatsächlich ist es so, normalerweise an der ganzen Küstengegend entlang sowieso und dann in allen größeren, mittelgroßen, kleineren Städten habt ihr überall nicht nur einen, sondern mehrere Tierärzte und zumindest, wenn die Stadt klein ist, eine Notrufstation oder beziehungsweise eine Notklinik. Okay? Also in dieser Sache braucht ihr auch keine Sorgen zu machen. Es wird normalerweise, ist gut, Portugal ist sehr gut abgedeckt, die Ärzte sind sehr gut. Also ich habe noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht und sind zwar nicht ganz billig, ist natürlich ist relativ, ja, okay. Ich kann euch die genauen Tarife eigentlich nicht sagen. Also wir bezahlen für eine normale Konsultation mit unserem Hund um die 30 Euro, wenn dann noch Impfungen anfallen, vielleicht 40, 50, manchmal 35. Also diese normalen Konsultationen, die kosten in diesem Rahmen, ja. Aber wenn du zum Beispiel einen Hund sterilisieren lassen willst, also eine Hündin sterilisieren lassen willst, ja, eine Hündin in diesem Fall, kostet das 150 Euro, ja. Nur um euch mal jetzt ein Beispiel zu geben, ja, so. Also alle Preise kann ich euch jetzt nicht sagen, da müsste ich speziell ein Video drüber machen, aber damit ihr mal so generell informiert seid. Es ist auch wichtig zu sagen, dass mittlerweile in ganz Portugal so ein richtiges Netzwerk an Tierschutz
Vereinen und Tierschutzverbänden gibt, ja, die hochinteressant sind und wo auch sehr, sehr viele Leute, die aus dem Ausland, also Einwanderer bzw. Auswanderer, mit teilhaben. Also ich kenne zum Beispiel einen hier ganz in der Nähe, ist gerade 3 Kilometer von hier, wo, wenn ihr da hingeht, dann seht ihr wirklich 80% der Leute, die dort arbeiten, umsonst, also einfach nur dort ihre Zeit verbringen, die Hunde Gassi führen, die Käfige putzen, die Hunde füttern und so weiter und so fort, tatsächlich alle möglichen Nationalitäten sind. Also ihr habt viele Engländer, ihr habt Amerikaner, Deutsche, Franzosen, Schweizer, also Österreicher, es ist alles da. Ne? Und die helfen also permanent und jede Hilfe ist also willkommen. Die machen das natürlich ohne irgendwelchen Lohn, ohne finanziellen Hintergrund, ja. Aber auf der gleichen Seite lernen sie Leute kennen, die gehen auch zwischendurch mal Bowling spielen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das ist eine Art und Weise zu sozialisieren. Aber diese Tierschutzverbände und Vereine existieren, ja, und existieren sehr viele, ja. Leider Gottes sind sie alle ein bisschen überbelastet und man kann nicht mit Einfachheit Hunde, die man auf der Straße findet, dorthin bringen, weil die meisten sagen, du, wir haben keinen Platz mehr. So, aber diese Situationen existieren und sind auch toll und sind auch immer mehr. So, und last but not least, das betrifft ein bisschen die Urlauber oder beziehungsweise jemand, der nach Portugal kommt, um das Land kennenzulernen und seine Haustiere dabei hat und nicht ein Wohnmobil zur Verfügung hat, also quasi von Unterbringung abhängig ist, sei es Hotel, sei es Airbnb, spielt keine Rolle. Es ist nicht ganz einfach in Portugal tatsächlich Hotels zu finden, die Tiere annehmen. Ich kenne das Problem selbst, ja. Es ist nicht ganz einfach und wenn es Juli, August, wird es fast unmöglich. Ich sage nicht, dass es keine gibt, es sind einige da, die Hunde annehmen und Katzen annehmen, aber es ist sehr schwierig, speziell Juli, August, okay? Es ist oftmals auch so, muss ich dazu sagen, also das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass wenn man dort anruft oder man sagt, ja, man hat einen Hund, also ich persönlich habe einen Chihuahua, ja, meine Kelly, die ich auf der Straße gefunden habe, ist ja mittlerweile gestorben. Ich habe einen Chihuahua und selbst mit dem Chihuahua, wenn ich den Leuten erzähle, hören Sie mal, der Hund, es ist eine Hündin, die Hündin ist sauber, die kläfft nicht, die ist brav und so weiter. Da sagen die Hotels meistens, nein, wir nehmen keine Hunde an. Aber wenn man dann vor der Tür steht, ja, und sagt, hören Sie, haben Sie ein Zimmer frei, ich habe einen kleinen Hund, Chihuahua, dann sagen sie, ja, kein Problem, können Sie mit reinbringen. Warum ist das so? Wegen eventuellen Inspektionen. Das heißt also, wenn du vor ihnen stehst, ne, an der Rezeption, dann werden sie dir oftmals sagen, ja, okay, Juli, August, Vorsicht, ne? Juli, August ist so eine Sache, wo nicht unbedingt der Fall sein soll. Aber in allen anderen Monaten sagen sie, ja, kein Problem. Ja? Nur, wenn du natürlich anrufst oder eine E-Mail schreibst, dann wissen die ja nicht, wo das herkommt. Also die Person steht ja nicht vor ihnen. Und da könnte es ja eine Inspektion sein zum Beispiel, ja? Und da werden sie generell sagen, nein. Also diese Situation gibt's. Ich habe sie permanent festgestellt. Das heißt also, heutzutage ist es tatsächlich so, dass ich mich außer Juli und August, mich ins Auto setze und einfach dann, wenn ich ein Hotel brauche, die Hotels abfahre mit meiner Frau, mit meiner Tochter und mit meinem Hundi, beziehungsweise mittlerweile sind es jetzt zwei Chihuahuas, ja, und einfach an die Tür klopfe, das heißt von Hotels. Und es ist so, dass ich meistens immer irgendwelche Hotels finde, sei es 4 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne oder 5 Sterne. Also kein Problem, absolut kein Problem, okay? Ja, so. Ich glaube, das war's. Habt ihr mittlerweile rausgefunden, was mir passiert ist, ja? Im Schloss da oben. Ich bin so nicht gegen eine Wand gerast, aber gegen so ein Stück Eisen. Und hier ist hier der Zahn aufgebrochen, okay? Tolle Sache, oder? Na, speziell, wenn man Videos macht auf YouTube wie ich, macht das riesen Spaß, wenn man so zahnlos ist, ja? Werde ich aber im Verlauf dieser Woche oder spätestens nächste Woche nochmal organisieren. Ich hoffe nicht, dass ihr mir ein zweites Video so von mir seht. Also wie gesagt, bitte eure Kommentare hier unten lassen, okay? Daumen hoch, irgendwo hier
bitte abonnieren, wo ihr mein Gesicht seht, ja. Und wenn ihr mich mir zum Geburtstag gratulieren wollt, da ist das Dollarzeichen nur zu. Ich freue mich darauf. Und wie gesagt, also das Geld werde ich nicht dafür anwenden, jetzt Flaschen Champagner zu kaufen. Das ist es nicht. Es geht da wirklich darum, diesen Kanal weiter auszubauen und vor allem mehr interessantere Beiträge zu bringen und mit hoher Qualität, mit höherer Qualität. Ich filme immer noch mit meinem Smartphone, ja. Und das Mikrofon, das ist auch so ein Chinesen-Ding da. Das taugt ja auch nicht viel, wisst ihr ja. Und ich will wirklich aufrüsten, um euch irgendwie auch mehr Qualität zu liefern, okay? Und das verspreche ich, ist mein Versprechen. Ich werde es sowieso tun, okay? Ja, aber wenn ihr mir sagt, danke Antonio, machst eine tolle Sache, bitteschön, ich freue mich drüber, ja? Bis zum nächsten Mal, hoffentlich mit meinem Zahn, nicht mit meinem, mit dem künstlichen, okay? Es ist halt passiert, es ist halt ein Abenteuer. Mein Job ist manchmal so ein Abenteuer, ja? Es ist nicht das erste Mal, das passiert, zwar sind nicht die Zähne, aber ich habe schon mal ein blaues Auge geschlagen an so einer Eisenstruktur. Also diese Sachen passieren ab und zu. Also wenn ihr das nächste Mal mit einem blauen Auge seht, dann wisst ihr Bescheid, okay? Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Toni aus Portugal.